Surai. Hallo. Wer ihr sein denn? Ich sehe, dass ihr grinst. Ja, meine Rüstung wird etwas merkwürdig aussehen, bis ich das ganze alte Metall ersetzt habe. Aber besser so als ungeschützt. Danke. Jedes noch so kleine bisschen hilft. Es ist immer noch viel zu tun, aber mal ehrlich, was soll ich sonst zwischen den Patrouillen machen? Mal auf der Suche nach Speer Jobba. Jetzt, da ihr mit dem Gelände vertraut seid, würde ich euch gerne bei einer anderen Sache um Hilfe bitten. Das Todesmoor, so nennen wir das Gebiet im Nordwesten, ist ein schauriger Ort. Niemand hat dort je ein Lebewesen gesehen, aber es war auch nie jemand lange dort. Speer Jobba hat sich freiwillig gemeldet, um das Gebiet zu untersuchen und von seinen Beobachtungen zu berichten. Er hat den Posten vor 3 Tagen verlassen und ist noch nicht zurückgekehrt. Er würde nie so lange wegbleiben, ohne einen Bericht zu schicken. Könntet ihr nach ihm suchen? Maybe. Oh, ja, sicher, ich dachte. Hat sich im Sumpf verlaufen, der Boy. Ravioli, ey, Ravioli! Ravioli! Ravioli mit den roten Haaren! Der mit dem roten Haaren! Oh Gott. Schon satt? Ja, nee, eigentlich nicht. Es gibt einen Grund, warum unsere Besucher nicht lange bleiben. Wenn ich eine Wahl hätte, würde ich einen angenehmen Ort für den Posten auswählen. Aber ich ziehe die Marschfänge immer noch den Jais Launen vor. Respekt erlangen. Magasha ist die wildeste Trollfrau im Sumpf, aber sie respektiert nur mächtige Jäger. Ich habe schon versucht, mich ihr zu beweisen. Aber die einzige Bestie, mit der mir das gelingen könnte, ist mindestens eine Nummer zu groß für mich. Wärt ihr vielleicht so nett, mir zu helfen? Es gibt da eine riesige Sumpfwespe namens Schwarzsichel, die sich in der Gegend südlich der leuchtenden Drenai-Türme im Westen herumtreibt. Wenn ihr mir ihren Stachel bringen könnt, gibt Magasha mir vielleicht eine Chance, mich ihren Jägern anzuschließen. Ich weiß, das ist nicht ganz ehrlich, aber ich verspreche euch, dass ich von ihr lerne. Und euch beide stolz machen. Ja. Ja. Schön für dich. So, weißt du? Geht das Ding doch selber ab, Mucks. Geht das Ding doch selber ab, Mucks. Ja. Ah. Naja, nichts von Belohnung gesagt, ne? Nee. Was ist los? Hat euch jemand die Flügel gestutzt? Magasha kichert während Witz. Die sind fein, Adariel. Hier ist eure Bezahlung. Magasha biegt einen der Flügel vor. Flügel und hält ihn sich an den Kopf. Nee, nicht mein Fall. Aber ich habe ja auch keine Ahnung von Mode. Magasha zuckt mit den Schultern. Es ist das Geld, was zählt. Man sieht sich. Bitte sagt mir nicht, dass ihr mit leeren Händen zurückgekommen seid, Adariel. Endlich, eine Abwechslung zu den Pilzen. Wenn ihr nicht nach Fisch riechen würdet, würde ich euch umarmen. Wollen wir mal schauen, wie neidisch die anderen werden, wenn sie meinen gebratenen Fisch riechen. Seid vorsichtig, Mann. Unerledigte Arbeit. Jemand muss Ravioli zur Vernunft bringen. Er vernachlässigt seine Pflichten und verschwendet stattdessen all seine Energie darauf, meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Ich habe versucht, ihn zu ignorieren und ihm gesagt, dass er damit aufhören soll. Aber nichts scheint zu helfen. Bis er es endlich sein lässt, muss ich ständig hinter ihm aufräumen. Er hätte sich eigentlich um Sporenschwinge kümmern sollen, aber das Monster ist immer noch wohlauf. Wenn ihr Zeit habt, könntet ihr vielleicht in den westlichen Teil des Todesmoors gehen und den Segler töten. Ich kümmere mich in der Zwischenzeit um Ravioli. Alles klar. Ja, ich nehme mich tatsächlich weiter in Ravioli. Ja, weißt du, er hat einen Auftrag von dieser Ische, ja, hier töte mal den Sporensegler, anstatt das zu machen, eiert er hier rum und quatscht jeden an, ey, yo, ich will hier so eine Wespe töten. Oder? Was ein Typ, ey. Ja, der weiß halt, wie es geht, ne? Ja, der weiß, wie es geht, ey. Das ist bestimmt noch einer, der früher in der Schule gesagt hat, ey, Junge, mach mal meine Hausaufgaben, ich hab keinen Bock. Ja. Und die anderen waren auch noch so blöd und haben ihm die Hausaufgaben gemacht. Ja, im Süden würde ich sagen, fangen wir an, oder? Ja, mega, ich sitze hinten drauf. Ja.
Hin. Einfach nur schön. Wobei, ich mir bald meine gemütliche Hose anziehe. Hält ja keiner mehr aus. Das ist dann für gutes Mojo, Mann. Ja, so nach bald 16 Stunden. Dann lämpft dich die Loa. So nach was, 16 Stunden ist das? Ja, wir haben ganz angebracht. Ein bisschen zumindest. Ja, jetzt, wo du es sagst, ist dunkel, ne? Mhm. Jetzt kommt der anstrengende Teil des Abends. Tages. Oh, nö, jetzt kommt der lustige Teil. Die Hupe geht. So. Hier müssen wir ganz viel hauen. Ich hau dich. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Dann hätte ich nicht viel zu tun. Yeah. Ich legte täglich ein Ei und manchmal auch zwei. Muss erstmal was analysieren. Ich glaube, wir müssen dann hier in die Höhle rein. Das höre ich alles nicht mehr. Ja, ich muss das auch mal ausmachen. Ja, ich hätte das nicht den ganzen Abend hätte ich das nicht abkönnen. Ne? Bei Sound, ne? System, Sound und dann Audio-Fehlermeldungen. Direkt unter Dialoge. Ja, perfekt. Ich wusste mal was! Ich bin immer verdammt stolz auf mich, wenn ich mal was weiß. Kommt der nicht oft vor? Bin mal gespannt, wann heute Nacht der Router-Neustart ist. Ist er meistens gegen 0 Uhr oder so. Nee, bei uns ist er halt irgendwann zwischen 2 und 5. Das ist auch immer so eine ganz präzise Zeit. Ich weiß gar nicht, ob meiner einen Neustart hat. Also ich habe das ja noch keine... Also unser leider jede Nacht. Ich merke das halt, wenn ich zum Beispiel Filme gucke und dann es irgendwann nicht mehr weitergeht. Wenn ich dann davon aufwache, weil Stadtbild ist. Das sind hier die Sporlocks, ne? Kleinen Pilzmännchen, ja. Ich glaube, ich hab hier schon alles. Ja, also zumindest die hier gerade. Ah, Marschenlaucher. Jetzt. Ich auch. Aber die anderen Viecher hier. Ja, verschiedene. Ich glaube, hier hinten geht's irgendwie runter. Ich kann auch runterspringen und rauslaufen, also quasi. Rückwärts. Ja. Durch die Höhle. Kann ja jeder. Es kann ja jeder. Ich glaube, der designtechnische Weg ist hier lang. So war das, glaube ich, mal gedacht. Da hinten müssen wir was einsammeln. Das Körbchen hier. Ach, das ist die Kiste, was der Typ zurückgelassen hat. Mein ganzes Hab und Gut. Ja. Ja, aber warum denn hat er das denn auch so tief in die Höhle gepackt, ne? Überall fighten sich da die Typen, Alter, und er rennt erstmal in die Höhle rein, statt raus. Ja. Ja, diese Logik erschließt sich mir nicht. Das erschließt sich mir aber in sämtlichen Spielen nicht. Ja, die Flucht nach vorne. Ja gut, wer weiß, was er an den Hacken hat. Vielleicht war das schlimmer als vorne. Man sagt, okay,
draußen sind, da kommen vermüht raus auf mich. Ich gehe mal lieber weiter rein. Oder vielleicht hat er einen unsichtbar machenden Tarnumhang, der dann seine Kräfte verloren hat. Auch möglich. Da hieß dieser Sporentyp Lord Kluck. Man weiß es nicht. Möglich ist alles. Man munkelt. Ja. Forscher haben es dann auch rausgefunden. Sind dann nach einer Zeit aber wieder reingegangen. Der Hof lacht. Ein Laura brauche ich noch. Marschenlaura. Eine Laura. Laura. Lauras Stern. Ich glaube, ich bin tatsächlich hier durch. Ja, müsste ich auch haben. Ja. Was ist mit unserer Azubine? Er heißt die Laura. Ja, nur von ihrem Stern gesungen. Und davon, dass durfte noch einen. Doch, du brauchtest noch eine, ne? Oder eben. Wo bist du überhaupt? Ja, das hat sich jetzt erledigt. Wo bist du überhaupt? Auf dem Weg nach draußen? Ich sehe dich nicht mehr. Auf dem gleichen Weg zurück, wie wir reingegangen sind. Ah, oh, wir kommen aus der anderen Richtung. Ja, das geht auch, ja. Yep. Laura. Oh. Ja, ich kann auch meine Laura. Das war aber keine nette Persönlichkeit. Die war auch so hohl wie eine Christbaumkugel. Traurig, aber wahr. So, was haben wir nicht noch? Und einen Nagas kloppen können. Ich find's immer geil, wenn ich vor dir stehe und dann hinten drauf springe. Keiner kann diesen Jump. Ja, ist halt Elfeneleganz. Die Agilität, die macht das. Oh Mann. Unsere Laura ist nett. Hat auch eine Macke. Ja, dann ist es eine gute Laura. Die andere war einfach, also die ich kannte, war einfach, ja, gewöhnungsbedürftig. Also die Art Mensch, die man auch nicht gerade gerne als Nachbar hätte. Nicht? Nee, ich glaube, die würde sogar ihre eigenen Kinder verkaufen. Oh, für den richtigen Preis, war. Kommt doch die Kinder an. Ja, das auch. Wenn das so kleine, verzogene Biester sind, so? Dann... Oh, mein Inventar ist voll. Gar nicht, nein. Nee. Mein Inventar ist voll. Achso, ja, das regeln wir gleich. Ja, ich hab grad erstmal irgendwelche komischen Röhren genommen. Ich da was drin hatte. How does the fork say? Achso, das ist. Ach, jedes Mal versuche ich das. Das muss ich einmal darauf packen.
Das muss ich einmal darauf packen. Kann ich das verkaufen? Kann ich das verkaufen? Ha, komm schon. Das bin ich gleich so weit. Leb wohl. Ah, du kleines Mistie. Jetzt kann ich das andere anlegen. Sehr schön. Brauchst du das, den Händler nochmal? Ich glaube jetzt gerade erstmal nicht. Ich habe noch Platz jetzt wieder. Okay, dann kloppen wir hier weiter die Naga, die Fischmenschen hier. Wie sollte das erstmal reichen? Hoffe ich. Sollen wir eigentlich da die Schuppen, glaube ich, ne? Ne, klauen. Ja, ist halt einfach nur einen Kilometer weit vorne. Ja, ist doch Service. Brauchen wir nur einsammeln, ne? Oh, hier sind richtig viele, guck mal. Der Seite sind noch welche. Hier irgendwo in der Nähe bin ich damals draufgegangen. Bei diesen Gruppenquests, glaube ich, meinst du? Ja, das kann sein. Diese Kopfgelder, die wir da, Steckbriefe. Weiß ich, also wie gesagt, es war dieser große Typ, wo man dann noch hinterherlaufen musste oder den beschützen musste oder sowas. Da musste man dann so eine komische Truhe holen und die ganze Zeit auch durch dieses Naga-Gebiet. Das habe ich damals nicht hingekriegt. Ja. Ich würde sagen, wir gehen da rüber zu dem ersten Steckbrief. Ich folge dir. Ja, wir haben immer den Nagern nach. Ne? Ich sehe aber keine Ratten. Nee, Nager. Die Fischgebiet. Weiß ich doch. Macht doch nur Spaß. Ich muss mich doch irgendwie wach halten. Ja, solange man was zum Verhauen hat, geht das. Genau, im WoW findest du überall was zum Verhauen. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Wie wachhalten? Ja, wachhalten. 16 Stunden Stream ist jetzt nicht gerade so einfach, wie es sich anhört. Dann warte ich immer noch auf meine Massage. Aber Frisches liegt schon im Bett. Eine Nackenrolle wäre jetzt gut. Ein Röllchen? Ein Röllchen. Ich hätte jetzt voll gerne ein Zimtröllchen, ey. Nee. Ein Abbruch und Barbaren. Nee. Der hat morgen eine Reise auf sich. Der hat zu schlafen. Der braucht seinen Schlaf. Wo sind die Naga? Guck sie dir genau an. Du könntest auch mal so ein schöner Naga werden mit deiner Elfe. Nein, danke. Nee. Aber muss guck nicht mal, sein. Die hat hier ein paar extra Arme. Ja, nein, danke. Da könntest du zwei Bogen tragen. Nee, danke. Ach, Darky. Yay, meine letzte Klaue. Ah. Ich muss mal gucken. Ich brauche auch nur eine. Ich werde mir gleich erstmal meinen Teller Essen an die Seite stellen. Nicht, dass der direkt weggeinhaliert wird. Nee,
eher habe ich Angst, dass der auf dem Boden landet. Wegen der Baguettes, ja, die ich eventuell runterschmeißen könnte. So tollpatschig, wie ich bin. Ja, und Fingerfood. Aber da das ja sowieso die ganze Nacht halten soll, bis morgen früh um 6. Fingerfood für Fäuste. Passt das perfekt? Dann kann ich mir das nämlich da hinten hinstellen. Und dann kann ich das immer wieder mal so wegsnacken. Oh yeah. Oh Gott. Oh. Wir könnten hier diesen Schwarzstachel noch machen. Diesen komischen hier, was der Ravioli da töten sollte. Ravioli, ja. Ich bin sofort soweit. Jo. Oh, ich glaube, ich gar nicht eine so weit weg von hier. Unbedingt eine andere Hose. Oder sterbe ich. Abends brauche ich was Gemütliches. Ja, aber ist das nicht schlimm, wenn man sich dann schon in so eine Kuscheldecke einmurmelt, so? Na, ich murmel mich ja nicht in eine Kuscheldecke ein. Zieh mir einfach nur eine Hose an, damit ich keine Bauchschmerzen kriege. So, ja gut, ja. Ja, das der ist ja noch, ich dachte, so, dann wird sie so richtig eingemurmelt. Um Gottes so. Willen. Ja, dann kann ich gleich schlafen gehen. Ja, das meine ich auch. Ich glaube, das wäre so nee. Ich brauche nur eine andere Hose, die etwas abendtauglicher ist. Ja. Müssen wir noch kurz hier auf Titan warten, der ist aber auch gleich da. Ist halt nur damit der Bund von der Hose nicht die ganze Zeit so blöd auf dem Magen hängt. Weil ich glaube, dann kannst du davon ausgehen, dass ich gefühlt alle halbe, genau, Jogginghose, alle halbe Stunde aufs Klo muss. Mit DCG wird dann, also meh. Ich glaube, soweit haben wir jetzt. Das Wichtige, wollen wir die zweite Kopfgeld noch machen? Mir egal. Noch geht alles. Da haben wir einen richtig dicken Batzen. Nur bevor wir gleich lesen, wie gesagt, ziehe ich mir einmal kurz das andere Ding um. Ja, das wird eine ordentliche Lesesession wieder. Deswegen. Ein bisschen frische Luft tut auch gut. Ich muss mir nachher nochmal was zu essen machen. Ja, ich werde auch bald Talo 10 reinpacken, damit ich irgendwas anderes für meinen Rücken noch habe. Aber das mache ich, glaube ich, erst ab 0 Uhr. Mal gucken. Willst du hier so eine Mücke in Gelb? Nö. Weiß gar nicht. Was habe ich überhaupt für eine Mücke? Pink. Ja, ein Pink würde ich so schon eher nehmen. Aber ich habe auch gerade gar keinen Platz mehr frei, leider. Wovor ein Stallmeister. Wovor ein Stallmeister, so funktioniert mir das nicht. Ich werde mich aber auf einen Verabschieden und wünsche dir euch eine angenehme Nacht. Danke, Daki, und schön, dass du so lange da warst. Schlaf du auch schön? Ja. Und wie gesagt, vielen Dank. Huch. Morgen früh sind wir noch da. Ja, bis zu einem gewissen Uhrzeit sind wir tatsächlich morgen früh noch da. Das ist 6:38 Uhr. 6:38 Uhr. Das ist aber punktgenau, ne? Jetzt, ich weiß, leider weiß ich es genau. Ich finde das selber gerade furchtbar, dass ich es genau, in die Sekunde weiß ich nicht. Die Sekunde weiß ich tatsächlich nicht. Ja, da können wir dann noch ein bisschen deichseln. Wir könnten jetzt noch ins Todesmoor gehen und dann kommen wir bei den Trollen wieder an. Ja, ich setz mich und lass sie fliegen. Ja, meine Gebieterin. Okay, gut. Ja, war das jetzt keine Antwort drauf, oder? Nein. Gut. Dies ist eine automatisierte Ansage. Okay, gut. Naja, aber öfters reingeschaltet. Ganz war ich nicht immer da. Ist mir zu bunt. Um 6 Uhr penne ich hoffentlich noch.
muss erst später raus. Hab Mittagsschicht. Ja, alles gut. Alles gut. Sporenschwinger. Und selbst wenn du immer wieder reingeschaltet hast, war er ja trotzdem lieb. Freut mich dennoch. Freue mich immer, wenn ihr da seid. Noch lebe ich. No. Gucken, wo schwingt denn der Sporenschwinger herum? Musst du bestimmt auch wieder früh raus, Iron, oder? Iron ist auch da. Ja, mega. Iron ist auch immer noch da. Iron oh, zieht, da ist die Schwinge. Iron zieht meistens auch rechts, immer recht lange durch. Wenn sie kann. Also in aller Regel ist Iron meist mit einer der letzten, die geht. Außer halt die Mods, die dann bis zum Ende da bleiben. Huch. Ja. Die motzen nicht rum, meinst du? Wobei heute, ja gut, Luna ist halt noch, aber Luna ist halt im, ne? Im Lurk. Durch. Im Lummerland? Im Lummerland, ja. Ich habe morgen frei, aber ich muss um 6 Uhr aufstehen und meinen Sohn zu seinem ersten richtigen Schultag jagen. No. Oh, erster Schultag, ja, das ist wichtig. Das ist echt wichtig. Gut. Speerjobber. Diese in Mitleidenschaft gezogene Leiche passt genau zu Zureys Beschreibung. Was auch immer den Speer getötet haben mag, muss ihn überrascht haben, da er seine Waffen nicht gezogen hatte und Tintenflecken auf dem Boden zu sehen sind. Fetzen von welken Pilzen befinden sich überall auf dem Körper vom Speerjobber. Was auch immer ihn getötet hat, muss aus demselben siechenden Pilz bestehen wie die riesigen welkenden Pilz des Todesmoor. Vielleicht hat ihn einer der siechenden Riesen überrascht, als er gerade seinen Bericht schreiben wollte. Ohne den Text des Berichts ist es fast unmöglich herauszufinden, was der Speer entdeckt hat. Wenn der Bericht gefunden werden könnte, sollte er unbedingt zu Zurei gebracht werden. Auf der Klasse, die sind 9 Schüler. 9, immer noch buff, das glaube ich. Ist Premium auf jeden Fall. Premium? Weil ich glaube, wir müssen hier einfach random alles töten und irgendwo droppt das, glaube ich, der Bericht. Bin mir hier gar nicht so sicher. Aber es kann auch sein, dass es nur die Riesen sind, ne? In der Quest stand ja irgendwie was. Könnte ja sein, dass diese großen Pilzriesen das waren. Jo, mal gucken. Guck mal, ein Glück liegen hier schon ganz viele Tote. Ohne Einsatten. Jo, ich hab ihn. Ihn noch nicht, das ist voll gemein. Ah, schön. Ich bin schon wieder betrogen. Ich werde mich aber einmal ganz kurz in die Luft erheben. Ich werde mir einmal kurz was anderes anziehen. Ich hoffe, mir passiert hier oben nichts. Und mir noch was zu trinken holen. Jetzt habe ich auch. Ich bin gleich wieder da.